Broken Age Episode 7. Wir sind mit Vella in der Wolkenstadt immer noch, haben jetzt zwei von diesen drei goldenen Eiern da reingesetzt. Unser verwegener Plan ist damit, die ganze Wolkenstadt zu versenken, dass wir wieder nach unten kommen. Und wir wissen auch, wo das dritte Ei ist, nämlich irgendwie rechts vom Eingang. Jetzt quatsche ich trotzdem ihn hier mal an. He's breathing. Better let him sleep. Na dann. Das war bei der Magie irgendwie gelegen. Weiß aber nicht, wie man da rankommt. Es lag da irgendwo im Hintergrund rum. Also es gibt drei Wege und drei Eier. Das Baumei haben wir schon. Das Ei hier. Oder war das hier? Mein Gott, wie vergesslich ich schon wieder bin. Ja, das rechts haben wir eben noch nicht. Also genau, das haben wir noch nicht. Hier rechts. Da hinten. Genau. Hi. Hi. Was war denn hier eigentlich noch? Nichts mehr. Ne, da oben war doch eins, oder nicht? Aber hier hinten liegt nur eins. Genau, aber das hier oben haben wir schon geholt. Hier waren wir noch gar nicht, da sind aber auch nur Vögel. You a friend of Jesse's? Hi there. That is one heavy looking egg. It's extendable. Hey. Hey, knock it off. Those hooks are an important safety feature. Sheesh. That was rude. Uh-oh. It sinks without the hooks. Ah, dann kannst du die Schuhe hinstellen. This is all your fault. Ah. Er mag die Haken nicht. Das heißt, wir bauen die Schuhe an die Leiter ran. Top. Carl was right. Turns out I am grateful for these shoes. Big deal, Bird. Like, I even need hooks now. Aha! Solid as a rock. Peekaboo. That's right. It's me, your worst nightmare. Hey, come back here and get your comeuppance. On second thought, don't come back until you get some pants. Wer spricht sie eigentlich? Weiß man das? Nee, kommt mir jetzt auch nicht bekannt vor. Macht ihren Job aber sehr gut. Ja. Da wurde ja lange debattiert, weil es ist ja dieses von Fans oder zu großen Teilen finanzierte Spiel Broken Age, was eigentlich als Double Fine Adventure bekannt wurde und was die ganze Kickstarter-Geschichte gestartet hat. Ja. Was eine ziemliche Erfolgsgeschichte ist. Und dann hieß es auf einmal, ja, jetzt wollen die von Double Fine auf einmal noch viel, viel mehr Geld. Und die haben gesagt, ja, nee, wir wollen halt nur noch ein viel, viel besseres Spiel machen. Und dann mussten die ganz schön Prügel einstecken. Aber ich finde... Hat sich rentiert. Rentiert sich schon. Also es ist echt, wirkt nicht wie so ein Billigding, sondern da passt schon ungefähr alles. Ich bin ja einer der größten Zweifler an dem Ding. Also ich habe ja... An dem hier oder an Kickstarter generell? Sowohl als auch. Okay. Also ich habe ja, seit diese Aktion gestartet ist, eben dem nicht zugetraut, dass es was Tolles wird. Und ich weiß nicht, ob ich gesagt habe, dass ich einen Besen fressen muss. Ich finde, du solltest auf jeden Fall einen Besen fressen. Ich sollte auf jeden Fall einen Besen fressen, ja. Schau mal, er ist wieder fit. Nee, ist echt cool geworden. Und hat auch bis jetzt noch nicht die typischen Double Fine Probleme. Nette Leute, aber blödes Spiel. Ja. Okay, es ist ein bisschen was abgekupfert und es ist auch nicht wirklich herausfordernd. Aber außer für mich, weil ich ja zu doof bin für sowas, aber finde ich schon sehr cool gerade. Egal, zurück zum Spiel. Jetzt hauen wir mal das dritte Ei da in die Pfanne. Oh. Before you get on that ladder. I need to think about this cloud's weight limits. Million pounds per square inch in buoyancy. Geh einfach. Jetzt müsst ihr runterkrachen. Ja. Hang on. Don't move. Jetzt müsste ich dann im Wald landen, oder? Hallo? Oh God, it's happening! They're coming! Holz der Teufel. Das
Jetzt aber gut überstanden. Nun denn, voll der Cliffhanger hier an der Stelle, was wir hier im Wald erleben, sehen wir in der nächsten Folge. Nee, Quatsch. Aber wir schalten mal wieder zu Shay, würde ich sagen. Ja. Hast ja nicht mal Scheiße erzählt. Richtig, ja. So. Shay muss immer noch irgendwas, ein Ersatzgerät bauen oder sowas. Ja. Was haben wir hier für Hinweise? Wir haben eine Häkelnadel, wir haben diesen Helm, den wir erst aufsetzen können, wenn wir uns ein paar Mal teleportiert haben. Lass mal das mit dem Teleporter machen und einfach mal aus Blödsinn dieses Omikron-Dings holen. Ja, wir werden es schon irgendwann brauchen. Wo war denn das nochmal? Also hier ist der Teleporter in dem Bereich. Ich fahre einfach mit dem Teleporter wieder zurück. Genau. Teleporter, activate. May I teleport you to the Nexus? Here we go! Es hat gerade für mich auch ein bisschen das. Ich weiß nicht, bei welchem Spiel das noch war. Nein, ich will noch was sagen. Dass man immer am liebsten da ist, wo man gerade ist. Teleporter, activate. Yes, sir. To the Hall of Heroes. Bevor wir das letzte Mal zu Vella geschaltet haben, ja, dachte ich mir so, ah, naja gut, wir müssen schon mal wieder zu Vella schalten, aber ich würde gerne jetzt weiter das Raumschiff erkunden. Ja. Und jetzt gerade dachte ich mir so, oh, jetzt würde ich aber schon gerne weiter die Vella-Story erkunden. Mhm. Please. So, ist der Kopf jetzt schon kleiner? Ja. Das heißt, glaube ich, bestimmt noch mehrmals das machen, dass das funktioniert. Bestimmt dreimal. Da gab es doch in Sam & Max auch so ein Rätsel, oder? Mit so einem Spiegelkabinett oder in dieser komischen Twilight Zone. Boah, das ist zu lange her. Das habe ich zwar schon ein paar Mal durchgespielt, aber ich weiß nicht mehr so genau. Oder was bei Day of the Tentacle? Bei Day of the Tentacle musste man auf jeden Fall eine ganze Menge an Gegenständen durch diese Zeitreise-Klos durchschicken. Ja, aber sowas mit durch Türen gehen, um dann immer kleiner zu werden. Ich bilde mir das gerade ein. Da waren wir auch noch nicht drin. Aber jetzt machen wir erstmal das mit dem Helm. Die wären ja blöd, wenn sie diese Sechsecke nicht als Fanartikel verkaufen würden. Welches war die richtige Tür? Die rechte, gell? Tor 3 war's. Total falsch. Total falsch. Soll ich mal ins Grüne reingehen? Oder? Ja, genau. So, nächster Versuch. Hey, what are you trying to do? Teleport? You already went through me, but you didn't teleport back through me. So? So, your head is still messed up. You can't go through again, or it will get worse. You have to teleport back through me the other way, so your head goes back to normal size. So many rules on this ship. Your head is more important than you realize, Shay. Na ja, dann reicht's jetzt vielleicht ja auch schon. Ja, ich habe doch den Helm schon versucht aufzusetzen, der passt ja doch noch nicht. Aber nicht mit dem kleinen Kopf und nicht unten drin. Also vielleicht musst du mit dem kleinen Kopf, wir waren noch nie mit dem kleinen Kopf unten bei dem... My head is smaller, but still not small enough to fit into this helmet. Nimm mal einen anderen Teleporter. Teleporter, activate. This way to the fusion or containment facility. Here we go! Achso, der Kopf wird bei jedem Teleporter kleiner. Weiß oder? Ich nicht. Ja, okay. Sieht so aus. Ja. Now, my head is oh boy, you went through two teleporters with our return trip, didn't you? You're playing with fire, kid. Schau, ob der Helm jetzt schon passt oder ob ich alle drei nehmen muss. My head is almost ah, okay. Aber wie komme ich denn hier raus? Weiß ich nicht, geh mal weiter. Hier gab es doch keinen Ausgang. Ach. Dann muss ich hier zuletzt rein, oder? Das ist der letzte. I think this machine is just never going to give me a helmet. What a rip-off. Wie das auch wieder gelacht hat, hast du gesehen? See you. Teleporter, activate. To the starboard passageway, sir.
Und da konnten wir ja sowieso zu Fuß dann zu der anderen Tür rausgehen. Und jetzt einfach zu dem. Wo lang? Da ist einfach durch das seitlich wieder rüber, genau. Genau. Ah ja. Der scheint es egal zu sein, dass unser Kopf zunehmend kleiner wird. Und das nochmal zur grünen. Und dann mit dem mittleren. Jetzt noch eine Teleporter-Reise, dann schauen wir aus wie ein NPD-Wähler. So, jetzt der hier, oder? Ja. Teleporter, activate. Oder wie die Goombas im Super Mario-Film. Stimmt. Wobei das ja ungefähr das gleiche ist. Ja. Auch von der Ausdrucksweise und so. Stimmt. Du musst dir erst den Dinganzug verpassen lassen, oder? Geht's auch so. A little snug. Sieht aus wie einer von den Eingeborenen bei Monkey Island, die Tofu-Köpfe. Der Lemonhead, oder? Ja. Jawohl, so. Jetzt sind wir hier und wissen gar nicht wozu. Egal. Aha. The Omicron Device. That fusion orb powers the ship's shields, which is critical. We get attacked by enemy spaceships constantly. That fusion orb powers the ship, ja, which is critical because we get attacked by enemy spaceships. Nimm mal diesen den Haken da. I don't know how I would crochet that. Oh nein, wahrscheinlich müssen wir doch erstmal rauskriegen, wieso wir da hin. Ah, du kannst den Gary nehmen, da kannst du doch nehmen. Nah, Gary doesn't like to grab slippery things. Gary mag überhaupt nichts. Das ist das like the running gag. So, die Dings, so der rote Hering, oder? Ja. Man denkt die ganze Zeit Gary benutzen und dann braucht man das ganze Spiel lang nicht. Ja, dann, Was gibt's denn noch? Mit dem Löffel vielleicht? The fusion orb is more than a spoonful. And also, it's radioactive or something. This tiny suit wouldn't be much use. Oder kannst du ihn mit der Schlagsahnekanone einfach von dem Podest runterballern? Bestimmt. I'm saving my cream for a matter of life. That fusion orb powers the ship. Er sagt ja nicht mal, dass es ein Problem wäre, den wegzunehmen. Nee, ich glaube, wir sollten erstmal rauskriegen, wieso wir den überhaupt mitnehmen müssen. Naja, das ist das Schild deaktiviert, das ist doch Teil der Mission. Unser eigenes Schild. Ja, wir müssen doch das Schild deaktivieren, sonst kann man doch den Arm nicht benutzen, den Greifarm. Aber wie kriegt denn den dann da raus? Fuck, was nehme ich denn jetzt? I don't see how that would make this helmet bigger. Or my head smaller, for that matter. That fusion orb powers the ship's shields, which is critical, because we get attacked by enemy spaceships constantly. Wenn diese Pyramiden mit denen hatten, hat das nichts zu tun, oder? Kann ich nicht mal anwählen. Nee. Zeig mir mal das Inventar. Kannst du den Sauerstoff mit der Dingskanone verbinden? I don't think that needs any air. Kann den also nicht einfach wegnehmen und wenn, dann ist es ja. That fusion orb powers the ship's shields, which is critical. Der kann ja bestimmt doch nicht mitnehmen, das radioaktive Dings da, deswegen haben wir einen Schutzanzug an. Brauchen wir irgendeinen Behälter. Ich geh mal suchen. Hier gibt's sonst auch nichts, oder? Oh, warte mal, hier ist noch. Ah, ne, es ist der Ausgang, okay. Oh ja, jetzt reißen sie sogar den Kopf. Oh ja. Man, how tiny was I when I used to wear this radiation helmet? Ja, dann tschüss Kopf. Teleporter, activate. May I teleport you to the Nexus? Aber jetzt reißt es doch den Helm dann, oder? Ausprobieren. There you are. Aha. Wo waren wir denn noch nicht bei welcher Prüfung nochmal? Bei der Außenhautgeschichte. Ja. Da kommen wir aber nicht einfach so raus, oder? Wir waren noch nicht in der roten Tür. Ja.
Und wir waren noch nicht wieder auf der Brücke, aber jetzt gehen wir mal in die rote Tür, was da passiert. Ach. Ach so. Geh mal der Häkelnadel unten an den... an den Schal. Da muss ich ihm aber erst... da muss ich ihm erst eine Karte geben, damit hier das Muster auftaucht. Und dann kann ich es umhäkeln. Ach so. Hast du denn keins mehr? Nee, muss mal schauen, was Marek so erzählt. Vielleicht weiß er der Bescheid. Ansonsten kann der sich ja vielleicht wundern, wenn wir mit so einem kleinen Kopf antanzen. Any luck with the ship's controls? No, but we intercepted a new distress signal, this time from Prima Doom. How are we going to get control of the ship's cargo boom arms? We'll need to attempt a manual override. The manual boom arm controls are located here. You can get to them through the ship's airlock here. I've hacked the airlock door so you can now open it without alerting the Overmother. Wo ist die Airlock? How are we going to take down the shields? I have a plan. The shields require so much power, they have a dedicated source. Yes. This fusion orb. Take this Omicron inhibitor and place it over the fusion orb. And when the time is right, we'll turn it on and turn off the fusion orb. Along with the ship's shields. Got it. The distress call was from Prima Doom? How do we get there? Same as always. Take this star chart to the Space Weaver and hope for the best. So, how long have you been living in here? I am a recent stowaway. I came because I sensed you were ready. Das ist so geil verschlagen. No, I wear this disguise to blend in with your other stuffed animal friends. Weird. So, that's a wolf suit? What are you underneath? I am what I do. A rescuer of creatures in need. Just like you. Why do I have to be the one to choose who to rescue? A boy your age just has good instincts for the job. I'd better get back to the mission. Yes, our window of opportunity won't last forever. Tja, dann haben wir jetzt eigentlich den Plan für zwei von drei Sachen. Die Steuerung wissen wir noch nicht. Wir wissen noch nicht, wie wir das Ding umhäkeln müssen. Wir haben zumindest das Handwerkszeug dafür jetzt. Ja, kann man sagen. In der nächsten Folge können wir uns dann mit diesem Problem beschäftigen. Achso, ich darf mich ja nicht zurückteleportieren, gell? Nee, jetzt ist der Kopf wieder groß. Ah, schwierig. Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.